Hey meine Freunde, willkommen hier im Olympiastadion bei Hertha natürlich in Berlin. Ein geiles Stadion, eine geile Atmosphäre und ganz netter Club. Ja, ist akzeptabel. Kann man schon mal so nehmen. Hertha auf Platz 9, also auch wirklich besser als gedacht. Schalke, Leverkusen, alles so schlecht. Bayern auf Platz 13 oder so. Also Bayern München ist wirklich arm dran. Ich weiß nicht, was mit denen los ist. Aber auf jeden Fall wollen wir hier heute gewinnen. Und dafür haben wir unsere Mannschaft dafür perfekt aufgestellt. Wir haben nur 4 Gegentore kassiert. Wolfsburg, Mainz, Hoffenheim 13 und Köln 14. Also es ist gar nicht mehr so. Es sind nur 10 Tore eigentlich. Beziehungsweise 9. Also so großer Unterschied ist es eigentlich gar nicht. Also so unrealistisch ist das alles eben gar nicht. Aber naja, wir spielen ja mit einer bisschen anderen Formation. Beziehungsweise die Formation ist die gleiche, aber die Aufstellung ist ein bisschen anders, weil eben Champions League war und die Leute jetzt ein bisschen müde sind. Deswegen haben wir die Müden rausgenommen und Frische dafür reingemacht. Da haben wir eben deswegen zum Beispiel André Silva wieder dabei. Wir haben, der übrigens ein 85er ist inzwischen, Niang haben wir dabei. Neymar haben wir sowieso dabei, der hat ja eine Champions League ausgesetzt. Wir haben Çalhanoğlu dabei, wir haben Weigl dabei und so weiter. Oh, jetzt. Bakambu, wer auch immer das ist. Ginter macht das gut. Und Young holt sich sogar noch den Ball. Aber nee, man nimmt die nicht mit. Was soll denn das? Oh, Marian, sehr schwach gemacht. Schwach gemacht und Jordan Ayew mit dem 1-0 für die Hertha. Jordan Ayew, den kennen wir vielleicht noch von Marseille, hat er mal gespielt mit seinem Bruder André Ayew. Jordan der Stürmer, André war der das linke Mittelfeld. Und ja, jetzt steht es 1-0. Ja, hätte ich nicht gedacht, dass der Ball reingeht. Mahon de Monaghan kassiert auch mal ein Gegentor. Also haben wir jetzt 5 Gegentore schon kassiert. Schon, naja, sag ich schon. Immer noch mit Abstand auf Platz 1 der Gegentore. Der wenigsten Gegentore, muss man sagen. Aber hier Weiser kommt schon direkt mit dem nächsten Angriff. Das wird also, oh Gott, was war denn das? Darida, Plattenhardt, Benhatira, Flanke auf Ayew und da wäre das Tor leer gewesen. Tor war da komplett verwirrt. Ich habe jetzt mal Silva als zentraler Stürmer, Benzema als rechter Stürmer. Also mal gucken, ob das was bringt. Ansonsten tauschen wir die zwei einfach wieder. Aber André Silva mit einem unglaublich geilen Tor vor 2 Spiele. Letztes Spiel hat er nicht gespielt. Eben vor 2 Spielen. Richtig geiles Ding. Ecke kam rein und dann das Ding Volley ins Eck gebumst. War auf jeden Fall richtig krass. Benzema, schade. Ja, Hertha hat schon kapiert, dass sie hier wirklich mit allen Mitteln verteidigen müssen, um hier wirklich mithalten zu können. Und sie haben auch die Spiele gegen Augsburg und gegen Hannover wahrscheinlich angeschaut. Haben gesehen, wie man es nicht machen sollte. Denn dort kommen wir wirklich oft und schnell einfach durchrennen. So wie Benzema jetzt hier. Benzema direkt in die Hände von Vermeer. Das war schwach. Ungewohnt schwach von Karim Benzema. Auch Neymar hier, was macht er denn? Ja, Fehler hier. Bringt uns wieder in Ballbesitz und bringt uns die Möglichkeit. Julian Weigl. Neymar. Keita. Ne, abseits. Da stand Silva am Abseits. Aber er kam ja eh nicht an den Ball. Niang.
der ja eigentlich Stürmer ist, muss heute rechtes Mittelfeld machen. Neymar macht nur Kacke. Was ist denn mit dem los? Wieder Ballverlust Neymar. Benadira. Klasse gemacht, 2-0. Klasse gemacht, muss man so sagen. Und Jordan Ayew belohnt sich hier mit dem Doppelpack. Wir wechseln, es wechselt jetzt schon aus. Es kotzt mich an. Silva auf die rechte Seite, Neymar raus. Neymar machen wir dahin. Munir übrigens inzwischen 80er. Wir bringen Mkhitaryan. So, Munir bringen wir dann auch. Dann nehmen wir Benzema noch raus. Der war richtig scheiße. Bringen Van Persie rein. Was du für Çalhanoğlu. So. Das passt mir überhaupt nicht, so wie es läuft. Da muss eine Veränderung her. Aber eine gewaltige. Das geht gar nicht. 2-0 gegen Hertha schon hinten. Ja, Benzema, was machst du für einen Dreck? Ja, dann kam jetzt das Foul. Unnötig. Und dafür geht er jetzt auch vom Platz. Gelbe Karte gibt es ja für ihn, für dieses Frustfoul. Und Van Persie soll es jetzt richten. Und wieder so eine Flanke. Aber diesmal haben wir sie. Und Halbzeit, wir gehen direkt weiter. Macht gar keinen Sinn hier zu gucken. Bla 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 bla. Gerade weiter. So, André Silva, von dir will ich was sehen. Nee, kein Ballverlust. Was macht. Was ist das? Oh mein Gott. Jetzt aber Mkhitaryan. Lass ich da viel zu viel Zeit. Mann. Alter Schwede. Und da 3-0. Nee. Darida schießt vorbei. Und wird es hier schon 3-0 stehen. Totaler Angriff können wir nicht machen. Dann haben wir nur noch zwei Verteidiger da hinten. Aber was Neymar hier macht, das ist ja unheimlich. Er macht ja nur Scheiße. Was war denn daran jetzt ein Foul? Jetzt will ich was sehen. Niang, ey, was bist du für eine Vollpfeife? Aber holt sich den Ball nochmal. Jetzt aber Mkhitaryan, das ist abseits von Persie. Ah. Super. Schenkt Hertha nur die Zeit, die sie wollen. Ist gut. Schalke ist unser nächster Gegner. Oh Gott! Zack. Einfach Frust. Das ist einfach Frustfaul. Dafür gibt's Rot. Rot für Vallejo. Tja. Jetzt müssen wir gucken, wie wir das regeln hier. 3-0. Oh Gott, Bakam. Oh Gott. Schon lustig, ey, dass wir gegen
Hertha hier schon 2-0 zurückliegen. 2-0. Gegen fucking Hertha BSC Berlin. Es ist kein Chelsea London oder kein Man United, kein Real Madrid. Das ist fucking Hertha BSC Berlin. Genauso wie im letzten Jahr. Da hat uns fucking Hannover zerstört. Was soll denn das? Neymar, jetzt will ich aber mal was sehen. Jetzt will ich mal was sehen. Marians, oh Gott. Nicht der Rede wert. Boah. Pekarik. Immer über die Flanken. Die ganze Zeit schon. André Silva total unauffällig. Fällt er nur durch so Müll auf. So Müll. Alter. Und dann wieder so ein Foul, so ein unnötiges. Lauf einfach an ihm vorbei. Meine Fresse. Jetzt aber, Mkhitaryan, komm jetzt mal. Anschlusstreffer, verdammte Scheiße. Gott. Neymar holt sich mal den Ball. Und spielt ihn auch mal weiter. Und der Ball kommt sogar an. Wow. Und dann so ein Scheißdreck von fucking Van Persie. Toll, ey. 2-0 verlieren wir tatsächlich. Unglaublich. Neymar hat einen Scheißtag. Und John Ayew den besten seines Lebens. Und so schnell verliert man dann mit 2-0. Ja, das war ein ziemlich bitteres Spiel heute. Ziemlich bitter. Valentin Stock hat sich sogar verletzt. Gönn ich dir, du Penner. Naja, was. Ja, dieses Ding da, nicht schlecht. Es war grauenvoll. Und Mahon der Monagan, boom. Und jetzt pfeif ab. Ne, wir kriegen nochmal eine Möglichkeit. Ne, kriegen wir nicht mehr. Wir sehen uns. Tschüss, bis dann.